Wir gehen zurück zu Chauli. Ja. Er wird sicher böse auf mich sein. Ja. Ich hätte das gedacht, dass wir die noch mal sehen können. Tut mir leid. Ich war nichts entschuldigt, dich so zu vernachlässigen. Ich werde mein Bestes geben. Cool, oder? Ihr altes Zuhause. Total eingeschneit, guck mal. Ich weiß, aber ich kann nicht bleiben. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Kratos, ich muss jemanden finden, der auf ihn aufpasst. Dauerhaft. Oh, da kannst du Schnees hier rein. Ja, wer könnte denn auf ihn aufpassen? Mach's gut, Chauli. Kratos. Schau mal, wer da ist. Wo war er denn im Kampf? Birgir. Wie geht es dir? Tut mir leid, dass ich alles verpasst habe. Ich hätte gern Asgards Untergang gesehen. Unsinn! Es ging dir nicht gut. Außerdem hast du genug für die Sache getan. Du hast deine Ruhe verdient. Ja. Vielleicht ist die Zeit für diesen Krieger gekommen, sein Schwert niederzulegen und sich an einem ruhigen Ort niederzulassen. Und deine Freunde zurücklassen? Ihre Kameradschaft wird mir fehlen, ja. Aber hier wird bald vieles wieder aufgebaut. Das ist nicht die Ruhe, die ich suche. Wo du es sagst. Ich kenne jemanden, der an einem ruhigen Ort lebt und deine Hilfe und Kameradschaft brauchen könnte. Wir sollten reden. Das wäre schön. Ist jemand da drin? Ja. Es wird schon wärmer, oder? Birgir. Hallo. Du bist hier. Das bin ich. Ein guter Ort, sich niederzulassen. Vielleicht werde ich schreiben. Es ist dein Heim, wenn ich gehen soll. Nein. Es ist gut, dass er jemanden hat. Wirst du bleiben? Es gibt noch so vieles zu tun. Dann warten wir. Und wenn die Zeit der Ruhe kommt, wird dein Heim warm sein. Danke, Birgir. Siehst du, es hat irgendwie zu Hause und die Schildkröte hat jemanden, auf den sie aufgepasst wird. Ist das nicht cool?